und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von uns. Ich habe mir überlegt, dass wir nochmal einen Mukbang drehen, weil vielleicht hat der eine oder andere das Desaster mitbekommen bei mir auf Instagram. Ja, ihr seht das Video Sonntag. Ich habe es letzte Woche erzählt, meine Festplatte ist am Arsch gegangen, während ich den letzten Vlog geschnitten habe. Und Fabi versucht gerade netterweise alles dafür, die zu reparieren. Aber deswegen kam kein Vlog, falls ihr euch wundert. Und deswegen haben wir gedacht, wir drehen einfach nochmal einen Mukbang, damit nochmal ein Video kommt. Und wir haben das vor lange nicht mehr gemacht. Korrekt. Korrekt. Wir haben das Gleiche, ne? Wir müssen mal gucken, weil Fabi nimmt immer ohne Soße. Das mit Soße. Warum sagst du, dass ich immer ohne Soße nehme? Oder nicht? Ich stell dir mal vor, der hat bei dir jetzt auch mit Soße drauf. Nein, hat er nicht. Ganz viel Salat. Danke. ja, ich nehme immer Singer Burger, weil ich mag es scharf. Und Crisps. Eine 10er-Packung genommen. Und ganz viele Sweet Sour Soßen. Sweet Imperial. Wir behalten die übrigens immer, falls wir die nicht aufbrauchen. Und dann, wenn wir irgendwie nochmal sowas essen, dann können wir die immer auflassen. Wir haben auch noch Apple-Shake, das ist aber im Gefrierfach. Das gönnen wir uns dann nachher. Auf jeden Fall habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt. Und das habt ihr getan und die werden wir jetzt heute mal beantworten. Bist du ready für das ultimative Interview? Ich bin mehr als ready. Okay. Dann wäre die erste Frage, wie es uns geht. Möchtest du das erstmal beantworten, wie es dir so geht gerade? Was geht so ab bei dir? Jetzt mal ehrlich, nicht so gut. Oh no. Ja, ich sag euch ehrlich, ich bin maximal, jetzt, das ist so komisch, gerade das zu sagen, wenn, also, ich esse gerade KFC, ja. Ich bin aber so unzufrieden gerade, wie es bei mir läuft und was im Sinne Ernährung, Lebensstil, Lebensweise, keinen Sport. Ich habe immer eine Ausrede und das geht nicht und ich fühle mich einfach nicht mehr cool und ich fühle mich einfach nicht mehr gut, auch keinen Rhythmus mehr. Sagst du selber gerade, dass es eine Ausrede war mit nach Corona? Im Februar bei der Corona? Und nach einer Grippe sollen wir dann immer ein bisschen warten. Haben wir auch gemacht, 2 Wochen. Und dann habe ich dann wieder angefangen. Und Fabi hatte halt voll noch so Husten. Ja, ich hatte halt. Aber irgendwann meinte ich so, okay, jetzt müssen wir draußen gehen. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt in Istanbul ab morgen. Wenn ihr das Video seht, sind wir schon da. Und da werden wir essen. Ja, was sollen wir machen? Und das werden wir auch genießen. Aber danach müssen wir echt zum Sport. Allein das Ding ist. Nein, es ist nicht nur das. Es ist nicht mehr das. Ich muss wieder einen Rhythmus finden. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Man vernachlässigt das leider immer dann, wenn man total viel Stress hat. Ja. Weil man halt keine Zeit für den Sport findet, weil dann soll es schnell gehen mit Kochen, dann isst man halt schnell Pasta. Vor allem wir essen immer Pasta. Und ja, dann geht es halt schnell und das ist ungesund. Aber genau dann, wenn man eigentlich voll viel Stress hat, braucht der Körper erst recht diesen Ausgleich, weißt du? Ja, das hilft. Und deswegen muss man das als Priorität setzen. Das ist gerade so komisch, weil wir reden darüber und ich esse KFC, so, the fuck. Das ist echt gerade dumm. Aber so sind wir. Wir sind dumm. Ist einfach Fakt. Wie geht's dir? Heute wird ein bisschen besser. Willst du erzählen, wie es dir geht? Einfach Mental Breakdown. Also einfach Nervenzusammenbrüche jeden Tag. Mhm. Weil einfach nichts klappt, wie es sein soll. Bei uns beiden passiert ja gerade echt viel. Da kommt, glaube ich, auch nochmal gleich eine Frage zu. Fabi ist ja voll eingespannt mit dem Podcast. Jede Woche. Mit dem Drehen, mit dem Schneiden, Organisieren. Die müssen ja auch voll viel vordrehen und so. Ne? Weil ja auch nicht immer alle da sind. Das muss man ja voll planen. Und bei mir geht es halt auch gerade ab. Also beruflich passiert halt gerade voll viel. Und das ist halt, also macht Spaß. Man sucht sich das ja selber aus. Aber es ist halt auch viel Druck und so. Und bei mir ist gerade halt voll viele Sachen auf einmal. Und dann kam es dann mit der Festplatte, wo dann sehr viele Daten gelöscht wurden, waren, die ich halt brauchte. Und das hat mich diese Woche voll aus dem, sagt man das? Aus der Bahn geworfen. Aber ansonsten? Ansonsten gut. Aber es ist halt gerade so der Lebensmittelpunkt, ne? Also ich wünschte auch, also ich habe jetzt die ganze Zeit Sport durchgezogen, jetzt die letzten 2 Wochen, wo ich so viel Stress hatte, habe ich vernachlässigt. Aber ich komme da wieder rein. Aber stimmt, du hast wirklich... Ja, vor Holland, bis Holland habe ich die ganze Zeit und dann ab Ostern... Ich bin stolz auf dich, das stimmt. Ich bin auch die ganze Zeit gegangen, obwohl Fabi nicht gegangen ist. Mhm. Das war mein größtes Problem. Ich konnte immer nur gehen, wenn er auch mit mir geht, weil sonst dachte ich, schön gemütlich zu Hause chillen, aber dann habe ich meinen inneren Schweinehund besiegt.
Und das will ich jetzt wieder, aber ich hoffe, dass... Aber ich war ja nicht mal zu Hause. Also ich war ja... Ich glaube, du bist auch gegangen, weil ich nicht... Du hast ja gesehen, ich bin am Arbeiten, so, weißt du? Wir konnten keine Zeit verbringen. Und deswegen glaube ich eher, dass du die Motivation dann gefunden hast, weil du wusstest. Aber wenn beide busy sind... Ja, wir sind momentan... Ey, also wirklich, wir haben auch keine Zeit für uns. Deswegen finde ich es so schön, dass wir in Istanbul sind. Ja, mega. Allein, dass wir gerade das Video drehen, freut mich. Wir hatten eine Zeit lang, gerade so am Anfang, wo wir zusammengezogen sind, hatten wir eine Zeit lang echt, dass wir jeden Abend einen neuen Film, eine neue Serie. Es war so, das war die Gewohnheit und ich konnte gar nicht anders. Und das war halt voll komisch, diese Umstellung auf einmal weniger Zeit miteinander zu verbringen und nicht immer abends das Fernsehen, dass das nicht diese Routine ist, weißt du? Ich bin mal gewünscht voll dran. Und dann habe ich noch die Frage bekommen, was wir in Istanbul machen und wie lange wir dort sind. Wir sind 5 Nächte, ne? Von Freitag. Also das Video seht ihr jetzt wahrscheinlich sonntags. Von jetzt Freitag bis Mittwoch. Also 5 Nächte. Und wir sind das erste Mal da beide. Ich war noch nie in der Türkei. Fabi war ja schon einmal bei Sarah und Tessian. Die Sarah ist eine Freundin von uns. Und die haben ein Haus in der Türkei. Und da war Fabi jetzt schon mal. Aber ich noch nie. Also ich war noch nie in der Türkei. Aber Fabi war noch nicht in Istanbul. Wir fliegen zusammen mit Enes und Semma. Und die haben da auch eine Wohnung. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch krass. Worauf freust du dich am meisten? Dieses Schnickschnack. Schnickschnack? Ja, so kaufen und Bazar und... Das war so klar, dass wir das sagen. Sehen und... Der geht immer auf Trödelmärkte. Aber was wir machen, wir müssen eigentlich jetzt mal planen, also heute, was wir alles sehen wollen, weil der Enes, Grüße an Enes, mit dem wir und seine Frau, Semma, gehen, also mit denen gehen wir und dann müssen wir denen auch sagen, weil die kennen Istanbul und ich wissen... Ich glaube, die haben schon genug. Die haben schon genug gesehen. Und die haben halt uns gesagt, ey, sucht euch mal raus, was ihr sehen wollt. Und das müssen wir selber noch entscheiden. Es gibt so viel zu sehen wahrscheinlich, dass wir nicht alles schaffen werden. Jeder sagt ja, es wird eigentlich nicht langweilig da. Ja. Worauf ich mich richtig freue, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist das Hammam. Ja, genau. Also für diejenigen, die jetzt das nicht kennen, also wir kennen das ja jetzt auch noch nicht genau, aber aus Erzählung, es ist wie so ein Raum, das ist so ein bisschen wie so ein Wellness-Bar, würde ich sagen. Und da ist wohl so ein großer Stein in der Mitte. Und da, also Frauen und Männer sind getrennt und bei Frauen sind Frauen und bei Männern sind Männer, die einen dann so sauber machen, peelen, massieren und keine Ahnung, ich bin richtig gespannt. Ich habe jetzt voll aufgehört, man soll das, wenn man jetzt, sag ich mal, 2 Wochen Sommerurlaub in der Türkei macht, so am Anfang des Urlaubs machen, weil sonst schrubbt man sich die ganze Bräune weg am Ende. Da ist man wieder voll blass. Ja, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber... Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man so in einem Raum ist mit anderen Leuten, man schrubbt sich gegenseitig. Das ist richtig komisch, der Ende, ich meine, du bist wie ein Kind. Das wird bestimmt lustig. Also darauf freue ich mich vor allem. Und ich wollte auch ein bisschen shoppen, weil ich wollte neue Sommersachen holen und das ist ja da günstiger. Einmal gucken. Muss jetzt nicht sein, aber wenn es sich ergibt, finde ich es ganz nice. Und vielleicht in die blaue Moschee oder auf jeden Fall in die Moschee. Ja, ich werde euch mitnehmen und der Vlog kommt dann auf jeden Fall nächste Woche online. Wenn ihr den Rest eures Lebens nur noch ein Gericht essen könntet, welches wäre das? Weil ich an dich denke, fast immer, weiß ich, dass es Aglio Olio Peperoncino wäre. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Dass ich das bei meinem letzten Video, glaube ich, beantwortet habe. Aber es hat sich ein bisschen geändert. Ich liebe das. Aber auf einmal eine Zeit lang haben wir eine Woche lang so viel Knoblauch gegessen, dass ich fast gekotzt habe. Ich glaube, ich weiß jetzt was. Wraps. War das richtig schwierig. Ah, die mit diesem geilen Hackfleisch von Türken. Also Pasta ist schon... Wenn ich es allgemein fassen darf, dann würde ich Pasta sagen. Also kein spezielles Gericht, so. Musst du. Dann sage ich Pasta mit rotem Pesto und Parmesan. Stimmt, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Und du? La Pizza Napoletana. Echt? Da würde ich lieber eine normale Pizza nehmen. Ne. Daran setz, also bin ich auch irgendwann so satt. Geil. Es geht so ein bisschen Thema Beziehung. Erzählt mal von eurem ersten Date. Oh nein. Haben wir doch schon mal, oder? Ja, wie wir uns getroffen haben. Ach, unser erstes Date. Zählst du das in Mecklis schon als unser erstes Date? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Das war aber nicht geplant. Aber es war trotzdem ein Date. Erzähl du. Fabio musste bei mir, wo ich gewohnt habe, früher bei meinen Eltern ausliefern, für seinen Papa weinen. Mein Vater hat einen Weinhandel. Genau, und da hilft er dem manchmal.
und hat halt für ihn ausgeliefert und meinte, ja, ich bin einfach heute irgendwie, heute Abend da, wo ich gerade, also wo du wohnst. Und dann haben wir uns voll spontan getroffen. Das war das erste Mal, dass wir so gechillt haben. Und haben uns bei Mc's getroffen. Und wir haben nur einen McFlurry durchgegessen. Wir haben nichts Richtiges gegessen. Keine Ahnung. Ne? Wir haben nur einen McFlurry gegessen. Und ich dachte, ja, das wird so eine halbe Stunde kurz ein bisschen quatschen. Am Ende saßen wir, ich glaube, 4 Stunden im Auto, ne? 3 oder 4 Stunden. Und haben die ganze Zeit geredet. Du hattest eine Lederjacke an, ich weiß es noch. Boah, ich sah so schlimm aus. Du sahst so gut aus. Das Allerschlimmste, wenn ich auf der Fahrerseite sitze, guckt der Beifahrer meine hässliche Seite an. Eigentlich wollte ich auch da jetzt zum Beispiel sitzen, weil ich mag es nicht, wenn die Seite sitzt, die ganz schlimm. Und Fabian saß die ganze Zeit da. Das hat mich so getriggert. Ich habe mich die ganze Zeit so voll extra so hingesetzt, weil ich das so, ich habe mich so unwohl gefühlt, weil du die hässliche Seite anguckt hast. Warst du aufgelegt? Ja. Und ich weiß noch, was du mir erklärt hast. Fabian hat mir beigebracht, kennt ihr diese Schwämme im Auto, wo man so im Liebschlagen ist, das wegmacht? Ja. Du hast mir erklärt, wie man die benutzt. Aber warum? Es gibt ja einmal so eine weiche Seite und einmal so eine glatte. Ja, und da hat schon angefangen, meine Galileo-Sucht. Ja, du hast mir gesagt, das hast du auf Galileo gesehen. Ja, ich hatte aber eine Galileo-Sucht von Pro7. Ich habe alles mir reingezogen, wirklich alles. Ja, und ich weiß bis heute so viel. Aber es ist echt volles Allgemeinwissen. Mhm. Ist schon interessant. Ja, der ist mir erklärt, wie man diesen Schwamm benutzt. Da haben wir wirklich 3-4 Stunden gequatscht. Das war echt krass. Also ein gutes Date, so. Ja. Ich würde nichts daran auszusetzen. Wir haben es voll gut verstanden. Wir haben es erstmal miteinander gechillt und haben 4 Stunden ununterbrochen geredet. Das ist schon krass. Wir lassen die ganze Zeit einfach nebeneinander. Jetzt reden wir nicht mal 4 Stunden am Stück. Hallo. Ich wüsste gar nicht, ob ich mit dir die ganze Zeit reden soll. Ja, voll krass. Hm. Ja. Aber wir könnten eigentlich auch sehr lange an ein Stück reden. Ja, aber wenn man... über Probleme und so. Toll. Ja, aber wenn man sich gerade kennenlernt, hat man ja mehr zu reden. Du weißt ja nichts über den anderen. Jetzt wissen wir ja schon viel über den. Ja. Man erzählt so neue Sachen eher, oder? Ja. Was haben wir auf dem Herzen? Ja. Hattet ihr schon mal einen richtig großen, krassen Streit? Das definiert ja auch jeder anders. Ne? Manche finden es ganz schlimm, wenn man sich einmal kurz anmotzt. Ja, wo ich einmal dann am Abend mit Yassi und Ryan war. Aber selbst das? Sagen. Ja, war jetzt kein Streit. Das war der schlimmste Streit von uns. Ja. Aber wir haben noch nie, dass wir irgendwie ein paar Tage nicht miteinander geredet haben. Nee. Das könnte ich doch gar nicht. Ich könnte dir sogar noch im Streit, wir haben Diskussionen, aber ich kann dir dann am Morgen, wenn ich zum Beispiel die Wohnung verlasse, dann trotzdem dir einen Kuss auf die Stirn geben. Das ändert nichts daran. Mir fällt es aber unnormal schwer, ich liebe dich zu sagen, wenn wir Streit haben. Verstehe ich nicht. Wenn du das sagst, ich will es nicht zurücksagen. Aber ich verstehe es nicht. Das ist weil ein Nachreden. Es ändert doch nichts. Das ändert doch nichts. Ja, aber du weißt, dass ich dich liebe und ich weiß, dass du mich liebst, auch wenn wir Streit haben. Aber wenn man das so in dem Moment sagt, ist das, als würde ich nachgeben. Will ich nicht in dem Moment. Weißt du, wo Liebe anfängt? Wo denn? Wenn man im Streit auch noch ich liebe dich sagen kann. Nein. Kann ich nicht. Könnt ihr das? Sag mal, ob ihr das könnt. Natürlich. Ja, kann. Ich kann das, natürlich. Aber ich will das nicht. Erst wenn wir uns ganz beruhigt haben. Ja, aber da haben wir uns das erste Mal gestritten, dass ich auch voll geheult habe und Fabio so rausgegangen ist und sich abgeregt hat. Warum nochmal? Ich weiß wirklich nicht mehr warum. Ich kann es erzählen. Weil ich immer noch finde, ich bin im Recht. Also habe ich im Recht. Wir waren abends draußen. Mit Yassi und so. Ich bin selber gespannt. Mit Yassi, Doli, Sarah. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Und ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir waren Shisha rauchen oder so. Wir waren auf den Ring hier in Köln. Ja, und zu dem Zeitpunkt ging es mir richtig scheiße. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil ich voll die Schmerzen hatte und noch irgendwas. Also mir ging es auch so mental. Das war eine Phase, da ging es mir richtig dreckig. Und ich habe kaum geschlafen zu der Zeit. Ich hatte voll die Schlafprobleme. Und ich war ultra müde den ganzen Tag. Und wir sind halt rausgegangen, haben uns verabredet. Und irgendwann standen wir so 20 Minuten draußen rum und jeder so, ja, was sollen wir jetzt machen? Keiner hatte eine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch einfach nach Hause gehen. Und das fand Fabio so unhöflich, dass der mich komplett angemotzt hat, dass ich das sage, weil ich so vor allen anderen gesagt habe, dass ich so nach Hause will, mäßig. Aber mir ging es halt auch echt scheiße zu dem Zeitpunkt. Und ja, das hat sich dann unnormal geschaukelt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass dir an den Abend scheiße ging. Mir ging es die ganze Zeit, also in der Zeit kacke.
Aber ich fand es einfach unpassend in dem Moment, wo wir am Überlegen sind, was wir noch machen. Und dann hast du halt das gesagt. Dann können wir doch einfach nach Hause gehen. So. Ich fand es unpassend. Es kann sein, dass es vielleicht unpassend war. Aber ich finde, dass daraus so ein großer Streit geworden ist. Das war unnötig. Safe. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, ja, hättest du dir sparen können oder so. Das hätte ich verstanden. Weil ja. Ich war so, vielleicht... Ich hab's aber auch nur so aufgenommen, ne? Ja, Doli ich weiß. Und so haben es gar nicht so aufgenommen, wie ich das aufgenommen habe. Haben die auch nicht, aber also mir ging es halt kacke und vielleicht war es auch ein bisschen unüberlegt und so. Und deswegen hätte ich es verstanden, wenn Fabio das gesagt hat, aber es ist halt voll sauer geworden. Musste sich abregen deswegen und rausgehen. Dann dachte ich mir so, Junge, und ich weiß nicht, da habe ich mich voll reingesteigert, weil ich mir dachte, der versteht mich nicht, dass es mir so schlecht geht, der merkt das nicht. Dann habe ich mir voll geheult und dann haben wir voll die ganze Zeit geredet. Das war der schlimmste Streit eigentlich, den wir jetzt hatten. Ja, safe. Also deswegen, ihr seht, das ist jetzt kein schwerwiegendes Problem. Das klärt man, also es ist nichts, wo man sagt, wir müssen uns jetzt trennen. Deswegen. Um Gottes Willen. Ja. Ich glaub, unsere Freunde würden uns hauen, wenn wir uns deswegen. Ja, jeder würde uns hauen, wenn es deswegen wäre. Ich bin so froh, ich weiß nicht, Leute. Was denn? Guck mal, ich bin so froh, dass wir so eine harmonische Beziehung haben. Mhm. Es ist einfach unkompliziert. Ja, wir sind beide sehr unkompliziert. Ja. Und du, das passt gerade, weil ich habe eine Frage bekommen, was schätzen wir am anderen besonders? Und bei Fabio, egal wie sehr wir uns streiten, du bist immer so, also du bist zwar in manchen Sachen stur, aber bei Streit nicht. Bei Streit versuchst du es immer zu klären, gehst auf einen ein und versuchst einen wirklich nachzuvollziehen, du bist verständnisvoll und so. Und ich glaube, allein deswegen können wir auch so harmonisch miteinander sein. Weil wenn du nie was verstehen würdest oder so, dann... Du bist aber sturer als ich. In manchen Sachen schon, ja. Ja. Bei Streit meinst du jetzt? Ja, manchmal wünsche ich mir einfach, dass du auch nachgibst. Ja, verstehe ich. Weil das schätze ich ja an dir. Dass du das so krass kannst, so weißt du? Weil sonst, glaube ich, hätte man halt mehr Streit. Ja, aber dann frage ich mich, ist es, weil du mich nicht verstehst? Oder ist es, weil du... Kommt auf die Sache an, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Wenn ich wirklich etwas gar nicht nachvollziehen kann, dann bleibe ich halt auch bei der Meinung. Weil wieso soll ich... Ich ändere die ja nicht nur, damit ich nachgegeben habe. Also ich versuche mich schon zu hinterfragen und zu sagen, okay, übertreibe ich gerade? Soll ich nachgeben, ja, in dem Sinne? Das schon. Aber ich bin halt einfach meiner Meinung so. Dann gebe ich ja... Ich bin ja auch meiner Meinung. Ich sage dir aber nur dann, okay, weißt du, wir finden... Ich will schon einen Kompromiss dann finden. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn das geht, bin ich auch da dafür. Muss man auch in Beziehungen Kompromisse finden. Und du bist so sehr, also das ist eigentlich blöd, aber du bist unnormal selbstlos. Also du tust alles für jemand anderen. Sei es jetzt für deine Freunde, für deine Familie oder für mich. So, du versuchst alles mit anderen durchzumachen, was halt für dich nicht so gut ist. Aber ich schätze es an dir, dass du so bist allgemein. Ich wünsche dir manchmal, dass du es nicht wärst. Für dich selber, aber ich schätze es trotzdem an dir, so weißt du? Mhm. Zum Beispiel jetzt auch mit der Festplatte, dass du alles machst, um das hinzukriegen, so. Mhm. Danke. Und? Ich hatte gerade irgendwas im Kopf. Das ist nicht schätzen an... Ich mag es, dass du so gerne kuschelst. Das stimmt nicht. Dass du auch das so brauchst wie ich. Du brauchst mir schon mehr als ich. So. Nein! Manchmal kriege ich Platzangst. Spürst du aber die Liebe, wenn ich so kuschel? Mhm. Das ist ganz voll peinlich vor der Kamera. Nein, das ist gerade echt cringe. Soll ich jetzt auch sagen, was ich schätze? Ich schätze unnormal, wie gesagt, dass du so unkompliziert bist. Dass du mir meine Freiheiten lässt und Verständnis dafür auf. Also welche Freiheiten? Freiheiten im Sinne, du merkst, wenn ich auch mal für mich meine Zeit brauche und du lässt mir auch diese Zeit so. Du baust keinen Druck auf oder sowas. Mhm. Ich schätze sehr, dass du so nett bist. What the fuck? Ja, das ist so komisch, aber du bist so nett, Junge. Wie meinst du das? Du bist einfach so... Ich bin froh, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Freunde kennenlerne, bin ich froh, dass du meine... Also, dass ich so... dich vorstellen kann, so, weißt du, ohne mich irgendwie eine Angst dahinter zu haben oder ein Gedanke, boah, fuck, die kann sich vielleicht, also ich bin stolz, so, weißt du, was ich meine? Mhm.
soll jetzt nicht heißen, dass wenn du jetzt irgendwas hättest, wäre ich nicht stolz, aber ich mache mir keinen Kopf. So. Ich weiß, ich verstehe, ich ja, weiß ich nicht, weiß, ob viele meinst. Das verstehen werden. Dass du nicht denkst, boah, es ist jetzt komisch, also wenn ich die vorstelle, denken, die könnten die was Böses über die denken, sondern darüber machst du dir keinen Kopf. Ja, genau, zum Beispiel. So. Das ist ein süßes Kompliment. Findest du? Mhm. Ich finde mich auch nett. Ja, aber wenn ich so, also wenn ich auf der Arbeit bin zum Beispiel und dann so mit den Kunden rede, dann denke ich mir nach immer, ja, oh, ich war jetzt voll nett zu denen, so, weißt du, was ich meine? Ja, warum soll man denn böse sein? Ja, aber auch so, also bei mir ist das so, manche sind ja gar nicht böse, aber man versteht die vielleicht falsch, so, das ist halt deren Art und die meinten das gar nicht so, aber es kam vielleicht komisch rüber. Ja. Und bei mir, ich kann mich, glaube ich, ganz gut, aber wahrscheinlich auch durch den Job, weil ich mit so vielen Menschen zu tun habe, immer gut auf den anderen einstellen. Also so, also ich habe so viele verschiedene Persönlichkeiten bei mir. Ich habe so viele Kunden, die natürlich alle anders sind. Jeder tickt ja anders. Und ich schaffe es eigentlich immer ganz gut, mich auf jeden einzustellen. So. Mhm. Also das ist halt, glaube ich, auch Übung. Und dass mich keiner falsch versteht. Und ich glaube, das hat einfach auch viel damit zu tun, dass ich da keine Probleme habe, neue Menschen kennenzulernen, so, weißt du? Ja. Dass ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe, so ja. Ich jetzt mal. Die Frage finde ich voll gut. Ob wir Tipps haben für eine lange Beziehung, die langsam zur Gewohnheit wird. Weil ich finde, man kann das bei uns, also weil wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und wohnen seit 1,5 Jahren zusammen. Eine Beziehung, die Gewohnheit wird? Ja, wir waren zusammen, also am Anfang ist ja alles ganz aufregend. Und ich glaube, viele, da hattet ihr, glaube ich, auch mal im Podcast drüber geredet, viele denken, wenn dieses Verliebtsein am Anfang, diese Aufregung, man ist ja am Anfang voll aufgeregt, wenn man jemanden kennenlernt, wenn das weggeht, dass man dann denkt, boah, man ist gar nicht mehr verliebt in denjenigen. Aber natürlich geht die Aufregung weg. Es wäre ja auch voll anstrengend und komisch, wenn man durchgehend diese Aufregung hätte. Ich glaube, viele also suchen immer nach diesem Gefühl. Und wenn das halt aufhört, weil man sich richtig kennt, weil man sich aneinander gewöhnt hat und man nicht mehr aufgeregt ist, suchen die nach was anderem, um wieder diese Aufregung zu haben. Mhm. Und da kippt das dann halt entweder so, du merkst, okay, das Interesse geht weg, oder du fängst an, jemanden zu lieben. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wenn man sich aneinander gewöhnt hat und wenn dieses Verliebtsein aufhört. Und ich glaube, nach einem Jahr ist vielleicht dieses erste Verliebtsein weg und man fängt an, sich zu lieben. Aber man lernt sich immer noch krass kennen. Also ich dachte so nach einem Jahr, ich kenne dich voll. Ja. Aber nach 2 oder 3 Jahren habe ich immer dich mehr kennengelernt, vor allem, wo wir zusammengezogen sind, das ja, hat auch noch mal gemacht. Was wäre so dein Tipp, dass es nicht passiert, dass man nur aneinander vorbeilebt und so, weißt du? Weil das ist halt eine Gewohnheit wird. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich glaube, das sind die kleinen Dinge im Leben, die es ausmachen. Der Mann hat am Anfang der Beziehung öfters Blumen gekauft. Jetzt in der Beziehung, wann kaufe ich dir Blumen? Am Anfang legt man sich ja mehr ins Zeug. Genau. Und wenn man es trotzdem ab und zu macht oder wenn man es gar nicht erwartet, dann ist diese Aufregung für diesen kurzen Moment wieder da. Man freut sich voll so, mhm. Oh mein Gott und so. Das sind so kleine Sachen. Oder man geht einkaufen, man denkt an diese Person und kauft für diese Person irgendetwas. Das sind dann auch wieder so kleine Sachen. Dieses Aufgeregte, sage ich euch ganz ehrlich, die gibt es nicht mehr. Es ist nichts Schlimmes. Da muss ich dich unterbrechen. Ich gebe dir recht, aber... Nicht in dieser Art. Nein, es ist eine andere Aufregung. Ja. Man lernt neue Sachen mit dem anderen kennen, man ist anders aufgeregt. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn man heiratet oder so, dann ist man bestimmt auch nochmal aufgeregt. Ja, in dem safe, Sinne. Das meine ich gar nicht. Aber dieses erste Verliebtsein. Dieses erste, das, was viele Leute immer wieder suchen, ja. Das ist nicht mehr, also ja. Das ist nicht mehr, dass ich jetzt... Man muss sich damit voll... Wenn ich nach Hause komme, ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist nicht so, oh mein Gott, die ist da. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ich weiß, sie ist da und ich weiß, sie gehört zu mir und ich weiß... Die ist ja auch nichts... Ja, also krass unangenehm für mich, dass du denkst, oh, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ja. Das erste Mal küsst, oh Gott, voll aufregend. Ja. Aber ich muss sagen, weil du es gerade mit den Blumen gesagt hast, vor einem Monat oder so, da hatten wir uns einmal kurz morgens so angemotzt und sind da so ein bisschen trotzdem beide auseinandergegangen morgens, ich so zu arbeiten, Fabi hatte Homeoffice. Und dann hattest du mir irgendwie voll, es war so ein schöner Blumenstrauß, ich habe noch nie so schöne Blumen bekommen. Ist er zu mir auf die Arbeit gekommen und meine Kollegin hat aufgemacht. Und ich war gerade in Behandlung und dann meinte sie, kannst du ganz kurz kommen, Laura? Und ich dachte mir so, jetzt hat irgendein Kunde geklingelt, so random. Und ne, ich war so in der Behandlung
Und dann gehst du ins Büro und auf einmal saß Fabi wieder mit dem Luft raus und ich war so aufgeregt. Auf einmal. Wie? Mein Herz hat so krass geschlagen. Oi. Wirklich. Ich war, aber ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und das ist so, wenn man auf einmal so diese vertraute Person sieht und dann, also du schenkst mir nie Blumen. So ist, also erwarte ich auch gar nicht, aber dann hast du Blumen und wir hatten eigentlich so negativ und dann war wieder alles gut. Und ich war richtig aufgeregt. Tja, Leute, an die Männer da draußen, Blumen machen es aus. Ja, diese Überraschung. Francis gab gerade eine kurze Unterbrechung, weil ich musste meinen Akku wechseln. Und wir haben uns noch Erdbeermilchshakes geholt. Das sind die krassesten von KFC. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, damit es halt nicht zu einer Gewohnheit wird, wie Fabio gerade auch schon gesagt hat, diese Überraschungen halt machen ab und zu. Das muss gar nichts Teures sein. Manche denken, die müssten da voll viel Geld ausgeben. Selbst wenn man morgens... Also zum Beispiel Fabio, da haben wir letztens drüber geredet, seitdem wir zusammen wohnen, der gibt mir jeden Morgen, egal wie viel Uhr, egal wie gestresst, egal ob wir Streit haben, noch so einen Kuss, dass wenn ich schlafe so. Und das finde ich schön, das schätze ich. Und wenn er es nicht machen würde, so dann würde ich denken, was ist denn jetzt los? Also es kann natürlich auch zu Gewohnheit werden, krass, aber ne? Das bedeutet mir trotzdem voll was. Jeden Morgen? Mhm. Ja, und halt so, zum Beispiel, wenn man einem einen kleinen Zettel schreibt oder so, es muss nichts Teures sein, du kannst auch kostenlos irgendwelche Überraschungen machen, so. Aber einfach, dass man sich zeigt, dass man sich Gedanken macht, dass man dem anderen eine Freude machen will, solche Sachen. Ich muss mal gerade ein bisschen drehen. Und ich finde auch voll, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, das war bei uns am Anfang so, Dates sind voll wichtig, weil also es ist keine Quality Time, die man zusammen verbringt, wenn man auf dem Sofa nebeneinander hängt. Ich liebe das über alles mit Fabio, aber auf dem Sofa zu kuscheln und Fernsehen zu gucken. Für mich ist das schon Quality Time, aber wenn man das jeden Abend hat und man guckt Fernsehen und ist immer das Gleiche, dann finde ich, müssen da auch nochmal Dates sein, dass man mal zusammen spazieren geht eine Runde, dass man vielleicht mal was essen geht. Ja, ich wollte schon muss sagen. Gar nichts Teures sein auch. Genau, so, ne? Wollte ich gerade sagen. Sondern einfach, dass man nochmal rauskommt und aktiv sagt, komm, wir gehen jetzt rauf, wir verbringen Zeit. Und nicht dieses, wir sitzen nebeneinander und lenken uns ab und gucken Fernsehen, lassen uns beschallen. So, ich finde, das ist ein Unterschied. Ja. Weil man redet ja dann auch miteinander. So, wenn man Fernsehen guckt, redet man ja nicht so. Und ich freue mich so krass, wenn ich mal rausgehe und so. Also, das machen wir auch gar nicht so tatsächlich. Was ist? Hat der Vanille gemacht? Bei mir auch. Okay, ich vertraue nie wieder. Guck. Eben, wollte Farbe kontrollieren. Ich habe gesagt, lass doch mal dem Typen vertrauen. Aber Erdbeer ist krass. Auch sehr krass, sorry, aber. Mhm. Ach, ist so cremig, ne? Ja, das stimmt. Viele dürfen nicht vergessen, dass eine Beziehung Arbeit ist. Also man kann nicht sagen, oh, ich bin jetzt in einer Beziehung und hör jetzt alles gut. So, es ist normal, dass man sich streitet, weil viele sagen ja direkt nach dem ersten Streit so, ciao. Lass Pause machen, wir streiten uns nur oder so. Es ist voll wichtig, dass man sich auch mal streitet, weil es wäre ja komisch, wenn man immer der gleichen Meinung ist. Nur so lernt man sich kennen, man lernt Kompromisse, man lernt einfach zusammenzuleben. Und Streits sind ganz normal. Wir haben auch täglich wahrscheinlich irgendwelche kleinen Streitigkeiten. Aber es ja, Laura und ich sind halt voll verschieden, ne? Ja. Aber das macht uns auch, das macht uns aus, weil somit bringen wir viel Farbe in... Wir ergänzen uns halt. Ja, genau, viel Farbe in unsere Beziehung und... Voll poetisch heute. Ich schwöre, seitdem ich einen Podcast mache, Leute, bin ich viel. Ich bin viel ruhiger. Also, verstehst du so? Du ruhig. Kannst besser reden. Nee, kann ich nicht. Ich kann kein Deutsch. Nein, ich meine die Art und Weise, wie du redest. Hm? Früher warst du ein bisschen nervöser. Mhm. Und jetzt bist du halt einfach gechillt, so machst dir keinen Kopf. Ja, genau. Es kam auch eine Frage bezüglich des Podcasts. Und zwar, wie ist das für dich, also für mich oder für uns? Dass du durch den Podcast auf der Weg bist und wie ich damit umgehe. Mhm. Was machst du eigentlich, wenn ich auf Tournee bin? Stehe ich in der Crowd. Backstage. Also am Anfang in der ersten Woche, wo ihr alles so richtig krass geplant habt, wo es gerade losging, war ich schon ein bisschen also traurig. Ich habe es voll gönnt, mich voll gefreut, aber das war halt ungewohnt so, dass man sich nicht so gesehen hat. Das hat mich da ein bisschen traurig gemacht. Und dann war man auch ein bisschen distanzierter. Das wollte ich auch noch eben sagen. Es ist normal, dass man in seiner Beziehung Phasen hat, wo man distanzierter ist und wo man voll close ist. Das haben wir auch voll oft, ja. Dieses Hin und Her. Manchmal, aber ich sag das dann auch, ich so, wir sind voll distanziert. Ja. In letzter Zeit war das zum Beispiel so, wir waren voll distanziert. Ja, aber ich sag das dann. Als ob wir WG-Bewohner haben. So richtig, wir drücken uns dann und sage ich, wir sind voll distanziert gerade. Und dann sagt er ja. So, und dann wird es aber auch wieder anders sein. Das sind halt Phasen und
mal, jeder ist mal anders drauf oder nicht, jeder hat was zu tun und so. Und das war halt dann auch die Phase so. Aber jetzt hat sich das ja voll eingegroovt, wo ihr das so gut geplant habt. Ich meine, wir haben jetzt gerade, wie wir eben schon gesagt haben, beide viel zu tun. Wir waren vorher schon echt viel aufeinander. Wir hatten gar nicht so krass so Zeit für uns alleine. Ich meine, das ist jetzt keine Zeit für dich alleine, aber so, dann schätzt man es nochmal, wenn man miteinander was macht. Deswegen, wenn man so zusammen ist, also in einer Beziehung, man muss sich auch mal also Freiraum geben und selber auch nehmen wollen. Also ich war immer so, ich wollte gar nicht groß was anderes machen, als mit Fabio zu sein, aber das ist halt auch mal wichtig, weil nur dann kann man sich auch wieder voll drauf freuen. Mhm. So, und das habe ich dann halt auch so ein bisschen gelernt. Jetzt stört es mich gar nicht mehr, weil es halt auch voll im Maßen ist. Du hast gelernt, dich auch mit dir selber zu beschäftigen. Ich hatte da früher nie ein Problem mit. Also bevor ich mit dir zusammen war, war ich unnormal selbstständig. Mir war nie langweilig. Ich hätte mich gefühlt nie mit Freunden treffen können. Es wäre mir nicht aufgefallen, weil ich habe immer irgendeine Beschäftigung gefunden. So. Mhm. Aber ich habe mich dann voll krass daran gewöhnt, mit dir zu sein. Und ich muss auch sagen, da hattet ihr auch im Podcast drüber geredet. Es ist sehr interessant. Die Podcast müsst ihr auf jeden Fall abchecken, wenn nicht. Habt ihr über Abhängigkeit geredet. Mhm. Und Fab und ich sind in einer Zeit zusammengekommen, wo es mir gar nicht gut ging wegen dem Rheuma. Das hat ja gerade angefangen wegen den Schmerzen. Und ich habe mein Glück oder meine Gefühlslage extrem abhängig nach ihm gemacht. Weil er, also weil ich mir dachte, boah, ist alles kacke gerade, aber es ist schön, mit ihm zu sein. Und dann habe ich mich so da rein in diesen Tunnel, dass nur noch ich mit ihm sein kann, dass ich mich schon ein bisschen abhängig nach ihm gemacht habe und voll traurig war, wenn er mal eine Woche weg war, wenn wir uns nicht gesehen haben, wenn ich allein zu Hause war, wenn er mit Freunden war oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr so. Also jetzt juckt es mich gar nicht, wenn du draußen bist. Also ich freue mich, wenn du wieder da bist und wenn es jetzt jeden Tag wäre, wäre auch ein bisschen schlimm, aber so, ich früher, auch wenn du nur einmal weg gewesen wärst, wäre ich schon traurig gewesen. Mhm. Also ich habe dir gar keinen Vorwurf in dem Sinne gemacht, sondern ich war einfach nur traurig. Ich bin echt froh darüber, weil ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, scheiße, so, aber du hast dich eingegroovt und das ist wichtig. Ja. Ich hatte nie Probleme damit. Er hatte noch eine Zeit lang gesagt, mach doch mal was mit Freunden und so. Das hat mich immer richtig gekränkt. Oh nein! Weil ich wollte einfach nicht. Aber du weißt, warum ich das sage. Ja, ich hätte das ja auch vielleicht gebraucht, aber ich war halt noch nie so, dass ich mich so voll viel verabredet habe oder so. Aber was war jetzt eigentlich nochmal die Frage? Wegen dem Podcast. Ach so, ja, stimmt. Weil wie siehst du das? Was? Ja, wie findest du das, dass wir uns nicht so oft sehen? Ich kann mir jetzt kein Leben so vorstellen, aber da ich weiß, dass es eine Phase ist, ist es okay. Es ist eine Phase und wir verbringen, wie gesagt, zu anderen, glaube ich, schon trotzdem. Ja, natürlich. Ich meine, wir sehen uns aber am Tag jetzt vielleicht nur insgesamt aktiv, wo wir zusammen Zeit verbringen, vielleicht 4 Stunden. Aber bei manchen ist das schon viel. Oder 3. Nein. Also jetzt nicht rausgehen, sondern dass wir zum Beispiel jetzt hier gerade zusammen ja, sind. Oder auf dem Sofa sind oder Fernsehen gucken oder. Ja, aber oft komme ich auch nach Hause und ich muss am Laptop noch was machen und du auch. Und dann ist das auch, also wir sind in einem Flow. Haus, nein, ich sage in einer Wohnung, aber wir machen nichts zusammen. Wie hat sich die Beziehung verändert, nachdem ihr zusammengezogen seid? Katastrophal. Also, die ist so unordentlich und habe schon ein gutes Thema angeschnitten, ne? Laura hat mich jetzt kennengelernt, wie ich wirklich bin. Ich wusste das auch schon vorher. Genau. Aber ich dachte, wenn wir eine eigene ordentliche Wohnung haben, die wir selber gemacht haben. Ja, okay, aber jetzt mal ehrlich, ne? Kann ich dir was sagen? Einziger Unterschied, was uns beiden nennt oder unterschiedlich macht, ist ja, ich bin etwas unordentlich, aber du bist auch unordentlich. Hä? Guck, ich wusste es. Ich wusste es. Wenn ich das jetzt sage, die wird wieder... Hä? Ich kann auch unordentlich sein. Gib ich dir recht. Ich gebe dir recht. Mein Zimmer früher war auch ganz unordentlich immer. Bei dir ist es eine unnötige Unordnung. Die kann man sich sparen. Warte, ich habe doch gerade gesagt, ich bin unordentlich. Ich will jetzt nicht diskutieren, warum, weshalb, warum. Ja, aber... Ich bin unordentlich. Ich weiß, aber du tust immer dann so, ich bin die Ordentlichste. Die Ordentlichste nicht. Mein Schminktisch sieht auch manchmal Katastrophe aus. Manchmal? Ja, manchmal. Genau, ja, mir fehlt aber noch ein Schminktisch. Ich sag dir besser. Warte. Das sieht auch manchmal unordentlich aus. Und dein Schreibtisch zum Beispiel auch. Das interessiert mich aber nicht so krass. Manchmal sage ich, okay, jetzt reicht's, so kannst du dich gar nicht mehr drauf konzentrieren, musst du mal aufräumen. Das juckt mich aber nicht so, weil ich dann nicht sein muss groß. Aber wenn dieser Typ
mitten im Raum seine Unterhosen überall liegen lässt, obwohl dann neben der Wäschekorb steht. Wenn er jeden Abend seine Zahnpaste, mitten auf dem Waschbecken gegessen hat, einfach hier die Zahnbürste daneben reinzutun. Aber wer nennt sie jetzt hier Typ? Dich. Guck, ich sag ja. Weißt du noch, als wir eingezogen sind und du gesagt hast so, boah, ich freue mich da auf jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu staubsaugen. Ja, staubsaugen macht doch Spaß. Darum geht's nicht. Wie hat sich unsere Beziehung verändert? Im Positiven, aber sie war schon vorher positiv. Aber hat sie sich verändert? Und wenn ja, wie? Ja, nein. Es hat sich nicht verändert. Doch. Nein. Das denkst du. Aber wir sind viel reifer miteinander geworden. Ach, schön. Es ist schon anders. Was meinst du mit reifer? Wir waren auch vorher ein eingespieltes Team und so, aber wir führen jetzt ein Leben zusammen. So, weißt du? Das hat ja voll extrem geklungen. Oh nein. So, du hast so gesagt, wir führen jetzt ein Leben zusammen. Es ist ernst. Ja, ist es auch. So, wir haben unser Haushalt, wir haben gemeinsam unsere Finanzen. Das hatten wir vorher auch nicht. Wir haben ein gemeinsames Bankkonto. Das sind Sachen, die haben... Oh mein Gott, stimmt. Ja, es hat sich schon geändert. Ich kann nicht sagen, wie. Aber reifer, würde ich einfach behaupten. Schöner. Okay, die allerletzte Frage. Findet ihr, dass Jugendbeziehungen ab ca. 16 ewig halten können? Sogar mit 14. Könnte, ja. Kann alles. Schön, wenn es so ist. Meine Eltern führen eine Jugendbeziehung, die ewig hält. Ich habe gehört, aber irgendwie, ne, war nicht irgendwie mal kurz. Die kennen sich, also meine Eltern kennen sich von der Schule und die hatten einmal kurz ein halbes Jahr sich getrennt. Ja. Ja, die sind aber jetzt zusammen für immer. Warum bist du denn angegriffen? Weil du meine Eltern beleidigst. Was beleidigt meine Mutter? Viele Grüße. Wir sehen uns ja nur durch die Kamera momentan. Aber meine Mutter hat mir heute geschrieben, dass meine Schwester geheult hat. Anne, wenn du das siehst, ich schwöre, ich versuche alles, dass ich wieder öfters zu euch komme. Ich sehe den Fabian. Ich vermisse euch unnormal. Ihr seht das jetzt vielleicht nur im Video, aber ich vermisse euch. Aber Jugendbeziehungen... Sagen kann man viel, Taten. Hallo. Aber Jugendbeziehungen sind wunderschön, wenn sie halten. Das ist einfach so. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Es kann auf jeden Fall halten. Aber es muss nicht. Also es ist halt... Ich kann dann verstehen, wenn man, sag ich mal, mit 12 zusammengekommen ist und irgendwann sich so denkt, boah, ist das wirklich... Also habe ich mich einfach dran gewöhnt, mit demjenigen zusammen sein? Möchte ich noch was anderes ausprobieren? Ich kann verstehen, dass dann die Frage kommt, aber es kann auf jeden Fall halten. Ich war ja auch 19. Es ist keine Jugend, aber... Er ist 3 Jahre später jetzt 16. Also ja, aber ich will noch was sagen. Wenn man eine Jugendbeziehung führt und unser Körper, unsere Gedanken, unsere Mentalität ändert sich mit in den Jahren. Und irgendwann mal kann es auch dazu kommen, dass ihr einfach nicht mehr zusammenpasst. Man kann das dann auch nicht mehr mit... Du bist nicht mehr derjenige, der du mit 14 bist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn du auf einmal 18 bist, hast du eine ganz andere Denkweise, als wenn du 14 bist oder 16. Das ist so anders. Schicksalsschläge, du bist im Job, du siehst die Welt anders, du hast eine Meinung, weißt du? Mit 14 und mit 15, du schlenderst durch die Welt, machst deine Schule und hast nicht so große Sorgen und eine Verantwortung. Ich spreche jetzt nicht für jeden, ne? Aber viele von euch. Und deswegen ist es da noch einfach. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren allein schon, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das andere mitbekommen, aber in meinem Kopf krass geändert. Und es hätte ja auch sein können, dass sich das so ändert, dass ich sage, du passt nicht mehr zu mir. Ja, genau. Findest du, dass ich aber dazu beigetragen habe, dass du dein Mindset geändert hast? Ja. Habe ich dich dabei unterstützt? Nicht unterstützt, war ich ein Ansporn dafür? Du warst auf jeden Fall ein Einfluss. Natürlich ist eine Beziehung ein Einfluss. Aber habe ich viele Umstände. Also ich würde zum einen sagen, du, aber auch meine Arbeit. Ja. Rheuma, die Erkrankung, so damit umzugehen. Corona. Ja, Mann. Hat komplett mich noch auch nochmal verändert, so die Zeit. Ja, alles so zusammen hat voll viel dazu beigetragen. Also mit Instagram und YouTube anzufangen. Es sind so viele Einflüsse, man kann ja auch manchmal gar nicht genau sagen, woher was kommt. Ja, manchmal merkt man halt, dass man so verändert, dass es nicht mehr passt. Aber bei uns passt es noch. Oh nein, nicht vor der Kamera. Es war gerade eher wie so ein Podcast. Es war wie ein Podcast. Ja. Ja, Mukbang ist ja nichts anderes. Leute, ich drehe jetzt auch übrigens Podcasts.
sag euch Bescheid, wenn es online ist. Das ist so cringe. Hä, aber die erste Folge ist richtig cringe. Die macht das für ihre Arbeit, nicht persönlich. Aber es ist ja es ist meine Selbstständigkeit. Aber wir reden so okay, zum Beispiel. Okay, wir reden hier so zum Beispiel über Hautthemen, das interessiert auch voll viele. So, ja. Nur eine Pille absetzt, wie sich auf die Haut auswirkt. Okay, Dermatologin. Nein, okay, Dermatologin. Ich habe auch über dich geredet. Wie? Das darfst du nicht machen. Ich habe gesagt, liebe Grüße an Fabio Sanchez. Warum? Ich weiß. Nein, aber ich habe okay, über dich geredet. Okay, wir quatschen gerade. Ja, kannst du mir gleich erzählen. Ja, die Leute wollen jetzt auch abschalten, weil die Leute. Dann sollen die doch machen. Hey. Okay, wir gucken jetzt Bachelor Wiedersehen. Ach nee, ich muss weiterarbeiten. Denkst du, die sind noch zusammen? Kurz, wer es noch nicht geguckt hat, Spoiler. Was findest du? Angelina passt perfekt zum Bachelor. Und denkst du, die sind noch zusammen? Ja. Glaubst du nicht? Ja, das ist jetzt schon 3-4 Jahre her. Oh mein Gott. Die lernst du jetzt das richtig kennen in der Welt da draußen. Okay, Leute. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und checkt diese Maus auch auf Instagram mal ab. Und ihn am Podcast. Aua. Was laberst du, heißt der Podcast? Was laberst du? Verlinkst in der Infobox. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir haben euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Was ist das denn? Junge, okay. Du kannst das nicht. Wieder tschüss.